Also wir gucken erstmal das Video vom Vic an. Es reicht, weil darauf basiert sich vielleicht das Video. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, um was es da so konkret geht. Ein paar Sachen loswerden. Ich weiß nicht, was nach dem Video passiert, aber ich muss sie loswerden. Ich bin ziemlich wütend, aber ich habe keinen Bock, dass daraus ein Rage-Video wird. Weil ich glaube, ihr wollt lieber diesen ruhigen Vic und weniger den da. Wobei. Oh, Marco, grüß dich. Übrigens ist mein PC hier im Schlafzimmer, weil mein Arbeitszimmer drüben renoviert wurde. Das heißt, ich kann jetzt Schlafstreams machen. Ich bin wieder wach. Oh cool, 200 neue Subs. Ich liebe meine Arbeit. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir meinen Madeira-Umzug ein bisschen weniger stressig vorgestellt. Weil du noch keinen Mietvertrag hast? Nein. Weil du deine Möbel nicht transportieren kannst? Nein. Weil du noch keine 1 Million Abos hast? Hä? Es geht gar nicht mal um den Umzug an sich. Der läuft richtig gut. Alles läuft genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Mit Abmelden, Ummelden, Kündigen und so weiter und so fort. Ich bin praktisch mit fast allem fertig. Und das ist sehr nice. Ich bin sehr happy drum. Stressig. Seit ungefähr 1 bis 2 Monaten habe ich das Gefühl, dass jeder versucht, mir irgendwie dumm zu kommen, dass jeder versucht, mich irgendwie aus welchen Gründen auch immer anzupissen. So wie der hier. Vielen Dank, wirklich. Nein, ihr wisst, was ich mit. Ja, was war das denn? Auch immer anzupissen. So wie der hier. Leute, wer ist das? Ach, das ist dein Kumpel, oder? Ist das dein Kumpel? Das ist dein Kumpel, oder? Nein, ihr ja, was wisst, ist das was ich denn? Mit anpissen meine. Das war alternativ? Ja, gut. Auch selber schuld. Es gab beispielsweise dieses Bild, was wieder provoziert hat. Ihr wisst schon. Fuck the system. Aber in den meisten Fällen lasse ich jeden in Ruhe und mache einfach nur mein Ding. Aber seitdem kommen ständig Leute und wollen mir auf die Eier gehen. Ich schwöre euch, alles was ich momentan sage, wird automatisch provokant aufgenommen. Skyward Sword HD für 60 Euro finde ich persönlich echt übertrieben. Wieso denn, hä? Als scheiß Steuerflüchtling sollst du ja keine Probleme mehr mit so hohen Beträgen haben. Ey, voll ungewohnt wieder in Deutschland anzukommen, weil hier ist es viel kälter, Mann. Die First World Problems sind die steuerflüchtigen Influencers. Hast wohl keine richtigen Probleme. Jetzt könnte man sagen, hä, blockier die doch einfach. Das sind ja keine echten Zuschauer von dir, die sind nur da, um zu provozieren. Ich weiß, das Problem ist nur, ich habe noch nie so viele Menschen blockiert wie in den letzten 2 Monaten, seitdem man weiß, dass ich auf Madeira ziehe. Grundsätzlich juckt mich. Ja, also das Ding ist, also es ist schon eine Frechheit, nach Madeira zu ziehen, so, um Steuern zu sparen, um schönes Wetter zu haben, um dort mit Freunden am Start zu sein. Ist an sich schon eine Schande, muss ich ehrlich sagen. Aber finde ich nicht okay. Das auch nicht. Es wird nur problematisch, wenn so ein Bullshit viel Zuspruch bekommt. Neulich war wieder gutes Wetter in Deutschland und in den Hotspots sah es so aus. Bruder. Halbe Japan-Tag. Richtig dicke Menschenmassen. Viele von denen trugen nicht mal eine Maske. Bruh. Geil, Mann, die Sonne ist draußen. Damit wäre Corona endlich besiegt. Keine Ahnung, ob es daran liegt, dass ich Hypochonder bin, aber wenn ich an 4 Leuten vorbeigehe, dann halte ich die Luft an, obwohl das sehr wahrscheinlich sowieso nichts bringt. Deswegen würde ich mich nicht mal trauen, da reinzugehen. What the fuck? Und viele argumentieren unironisch mit, ja, Digga, man hat halt keinen Bock mehr, Corona nervt. Und ich vermisse Menschen näher. Oder du kannst doch rausgehen und die Sonne genießen. Und triff dich meinetwegen mit einem Kumpel, da hat auch keiner was gegen. Aber warum geht man bewusst zu Menschenmassen? Warum riskiert man Spreading? Warum setzt man seine Maske ab? Das finde ich mega ignorant. Vor allem ja, jetzt, wo die Zahlen wieder es macht man auch nicht. Höher gehen. Manche versuchen das irgendwie einfach zu verteidigen und schreiben so Sachen wie Leute, geht ihr freiwillig auf in Menschenmassen rein? Also ich glaube, ich mag das noch nicht mal, Menschenmassen reinzugehen, selbst wenn kein Corona am Start ist. Es ist ja unangenehm, wenn ich es vermeiden kann. Außer, wir befinden uns vielleicht auf einem Festival, aber ich war noch nie wirklich auf einem Festival. Find ihr mal einen Ort, wo man Menschenmassen überhaupt meiden kann, okay? Also ich wohne mitten in Köln. Ach, daher kommt das Geld. Ja, als Taschendieb. Aus dem Fenster geschaut, also fast überall, Bruder. Hier, das ist übrigens Morege in Kreis Pinneberg. Und ich darf das eigentlich gar nicht sagen, aber ich komme nicht mal aus meinem Schlafzimmer raus, weil in meinem Flur allein schon 50 Menschen stehen. Scheiß Überbevölkerung, Mann. Aber jetzt kommt das, was mich wirklich am meisten aufregt. Und das Schlimmste ist, ja, jetzt ich bin ich ja gespannt. Jetzt wird's krass. Nicht, dass so viele so dumm sind. Hier kommt das Totschlagargument. Aber du mit Madeira? Heuchler. So, wo fange ja, ich ist da schon am besten? Ist schon Heuchler. Natürlich habe ich mir alles auf eine Küchenrolle aufgeschrieben. Was guckst du so blöd? Ich ziehe um. Ich war alleine unterwegs. Ich habe eine Maske getragen. Ich habe 2 Tests gemacht, ich habe versucht, Menschenmengen zu meiden. Ich habe mich, unabhängig von diesem Scheißbild hier, komplett an die Richtlinien gehalten. Aber natürlich, das hier ist genauso schlimm wie das hier. Ein weiser Mann, sagt er einst. Bitte versucht ja, nachzudenken. Also man muss halt auch einfach sagen, das ist schon, ich find's krass, wie Vic damit umgeht. Also, ja, also wie kann man bitte eine Maske tragen? Finde ich schon mal respektlos gegenüber allen, die auch eine Maske tragen, ja. Finde ich krass, dass er da eine Maske trägt und sich dabei fotografiert. Ich finde, nachdem eigentlich dieser ganze Streit eh schon geklärt war, finde ich das auch immer noch mal sinnvoll, dass nochmal die Zuschauer gerade zu Vic gehen und gerade nochmal da irgendwelche toxischen Kommentare schreiben, die einem nichts mehr bringen, weil Vic sich ja eh schon entschuldigt.
entschuldigt hat, die ganze Thematik eigentlich schon mittlerweile aus der Welt geschafft wurde, indem man sich entschuldigt hat, indem man sich 10.000 Mal rechtfertigt hat. Und jetzt kommt noch ein Video dazu. Also so langsam dürfte es auch der letzte Volltipp verstehen, dass mittlerweile, ja, Vic es eingesehen hat, dass es ein Fehler war, was er gemacht hat. Und das war's. Also mit diesem Bild. Das ein bisschen satirisch kritisiert, indem ich diesen Tweet hier verfasst habe. Wieso gehen die Corona-Zahlen wieder hoch? Deutsche bei bisschen Sonne. Und das waren fucking 10.000 Likes. Twitter durchgespielt. Es gibt aber noch einen anderen Tweet, der sehr erfolgreich ist. Für Leute wie ein Blali existiert Corona auch nur, wenn es ihnen in den Kram passt. Erstes Bild dieser Tweet. Zweites Bild vom 6. Juni, wo ich diese Black Lives Matter Demonstration von oben fotografiert habe. Das heißt, jetzt ist es nicht mehr aber du mit Madeira Heuchler, sondern und was ist mit Black Lives Matter Heuchler. Natürlich könnte man ja, jetzt Mann, sagen, oh mein Gott, was soll dieser Whataboutism? Aber dieser Tweet hat verdammt viel Zuspruch bekommen. Okay, wo soll ich da anfangen? Du kannst eine Menschenrechtsdemonstration nicht hiermit vergleichen. Diese Leute haben einfach nur Langeweile. Zweitens, der Indizienwert am 6. Juni betrug 2,7. Das ist eine völlig andere Situation als heute. Drittens, auf der Demo, wo ich damals war, trug fast jeder eine Maske. Hier ist das nicht der Fall. Und bevor jetzt irgendjemand kommt und sagt, Corona ist es scheißegal, ob es eine Demo ist oder nicht, als würde ich nach wie vor... Corona ist es aber scheißegal, ob es eine Demo ist oder nicht. Demonstrationen gehen. Viertens, ich habe schon mehrmals erwähnt, sowohl auf Twitter, als auch auf Twitch, als auch auf YouTube, dass ich im Nachhinein zwar... Ja, Helena, man muss aber trotzdem mal so sehen, es ist halt, jeder denkt da anders und jeder handelt da anders. Und ich finde, man muss es jetzt nicht übertreiben, noch mehr auf ihn rumzuhacken, obwohl der ja schon mittlerweile sich 10.000 Mal dazu geäußert hat und gesagt hat, dass es ihm leid tut. Dass er das aber trotzdem für sich nicht verwerflich findet, ja, muss jeder für sich selber sehen. Ich nicht bereue, dort gewesen zu sein. Also ich meine, wenn man trotzdem die Erlaubnis hat, dorthin zu gehen, kann man das doch machen. Dann ist es so. Weißt du, wenn es erlaubt ist, ist es so. Dann sollte man es akzeptieren, fertig. Aber man sollte ja jetzt nicht wochenlang bloß auf dieses Thema rumhacken, dass Vic jetzt unfassbar unsympathischen Scheiß ist und was weiß ich, wenn er nach dem Gesetz ganz normal gehandelt hat. Sein, aber heute in Zeiten wie diesen nicht auf eine Demonstration gehen würde. Ja, meine Ansicht hat sich gewandelt. Momentan finde ich es viel wichtiger, Menschenmassen zu meiden. Bitte versucht nachzudenken. Und eigentlich dachte ich, dass es selbstverständlich wäre, ja, dass Whataboutism ist, verstehe, dass man das absolut nicht miteinander vergleichen kann, dass es ewig her ist und so weiter und so fort. Ja. Netter Versuch, aber in solchen Situationen seid ihr die Heuchler und nicht ich. Das Traurige ist, solche dummen Vorwürfe häufen sich bei mir momentan. Feiert, liebe Freunde. Einfach keinen Bock mehr. Versteht das nicht falsch, ich bin grundsätzlich immer offen für sachliche Kritik, aber ich finde, bei vielen merkt man einfach, das ist super obvious, da spricht einfach nur die pure Antipathie und das war's, mehr nicht. Ich glaube, dass Twitter an sich viel dazu beiträgt, ist halt einfach die toxische Plattform. Das ist dann halt schade. Deswegen habe ich mir etwas vorgenommen, ich sehe Madeira ja auch so ein bisschen als Neuanfang und ich werde wieder mit Sketch-Videos anfangen. Hey Nico, sobald ich dort fest wohne, werde ich mich erstmal von dieser Plattform entfernen. Ihr werdet mich weiterhin auf Instagram finden, ganz mal auf YouTube, Twitch und auf meinem Discord-Channel, aber Twitter... Ja. Kein Bock mehr. Tschüss. Es hat jetzt keine bestimmten Mehrwert. Twitter ist eine extrem toxische Plattform, das muss man auch mal so sehen. Also dort ist wirklich jeder extrem toxisch unterwegs. Von daher, das kannst du auch wieder... Das ist dann halt immer schwierig sozusagen. Ich finde, du darfst sowieso nicht auf die Community von Twitter großartig hören. Das kann ich ja schon mal so weit sagen, weil... Also Twitter ist wirklich, wer sich dort rumtreibt und wer sieht, wie dort die Tweets sind. Also wer nicht mit Kritik oder mit Hate oder mit wirklich sehr, sehr sinnlosem Hate umgehen kann, der sollte bitte einfach Twitter vermeiden. Es ist wirklich... Also es ist eine Plattform. Also da tummeln sich praktisch die Leute, die einfach Hass oder die einfach sehr viel Meme-Sachen sehr gern posten, um alles in den Dreck zu ziehen. Das ist halt wirklich so. Ja. Dass ich das jetzt rausgelassen habe, aber es musste mal raus und ich bin zufrieden damit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein.